Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich bei euch ehrlichen Herzens bedanken, dass ihr heute hier seid. Es gibt gar nicht genug Leute, die für den Frieden demonstrieren, dass ihr das auf euch genommen habt. Herzlichen Dank von meiner Seite. Und deswegen haben wir einige Forderungen an diejenigen, die uns vielleicht mittelbar jetzt zuhören sollten. Wir demonstrieren hier vor Ramstein. Und wir sind seit langem der Auffassung, dass diese Airbase geschlossen werden muss, weil sie mit Voraussetzung ist für all die verbrecherischen Angriffskriege, die die Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Jahrzehnten geführt haben. Und wir haben eine Forderung an die USA und an die deutsche Bundesregierung: beendet endlich den völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg. Ramstein könnte ja so nicht geführt worden. Es werden unschuldige Menschen fast täglich ermordet. Stellt endlich diesen Drohnenkrieg ein. Und wir sagen all die Heuchler und Lügner, die jetzt einseitig Kriegsverbrechen verurteilen: wer diesen Drohnenkrieg nicht verurteilt, soll den Mund halten, wenn es um Menschenrechte geht. Er hat sein moralisches Recht verwirkt, überhaupt irgendwo die Stimme für Menschenrechte zu erheben. Vor einiger Zeit wurde der russische Präsident vom Internationalen Staatsgerichtshof, Strafgerichtshof verurteilt, weil er angeblich für Kinderverschleppung verantwortlich wäre. Zudem wird darauf hingewiesen, dass er einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Ich sage hier nur eins: wenn man der Auffassung ist, dass Staatsmänner, die völkerrechtswidrige Kriege führen, vor den Strafgerichtshof gehören, dann gehören alle US-Präsidenten vor den Strafgerichtshof. Solange das nicht eine selbstverständliche Diskussion wird, solange ist die ganze Diskussion auch über den Ukraine-Krieg nur Heuchelei und Lüge. Warum? Weil immer nur mit zweierlei Maß gemessen wird. Frieden finden wir aber nur, wenn Gerechtigkeit herrscht. Und alle müssen nach demselben Maß und demselben Gesetz gemessen werden. Dieser Krieg eines Tages kommen würde, ist seit vielen, vielen Jahren voraussehbar. Es gibt einen renommierten US-Außenpolitiker, der heißt George Kennan. Der hat schon in den 90er Jahren geschrieben: wenn ihr die NATO immer weiter an die Grenze Russlands schiebt, wird es Militarismus, Nationalismus geben und letztendlich Krieg. Und genau so ist es gekommen. Wir haben im Grunde genommen in den letzten Jahren etwas gemacht, was notwendigerweise zum Krieg führen muss. Wir haben die gegnerischen Blöcke, wenn man so will, immer näher aneinander rücken lassen. Und gegnerischen Blöcken kann man ja nur reden, seitdem die USA, weil sie einzige Weltmacht bleiben wollen, die Russen zum Feind erklärt haben und alles getan haben, um gegen die Russen aufzurüsten. Aber dieser berühmte George Kennan hat bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts dafür plädiert, dass die Blöcke auseinanderrücken. Er nannte das die Politik des Disengagement. Das wäre jetzt eine wirkliche Zeitenwende, wenn die Truppen und militärischen Einrichtungen wieder auseinanderrücken würden.
mich ist das einzige Rezept, um den Frieden wieder sicherer zu machen, erreichbar zu machen. Denn wenn das so weitergeht, dass immer weiter aufgerüstet wird, immer mehr Truppen an den Grenzen zusammengezogen wird, dann wird der Krieg eines Tages unbeherrschbar. Stellen wir uns vor, Russland würde darauf verzichten, Raketen in Belarus aufzustellen. Und im Gegenzug würden die Amis darauf verzichten, die Raketenbasen in Polen und in Rumänien weiter vorzuhalten. Das wäre ein Anknüpfen an die Politik des Disengagement, an die Politik, die zu Rüstungskontrollabkommen geführt hat. Das ist doch auch heute möglich. Warum haben wir solch verantwortungslose Staatsmänner, die die Welt an den Abgrund führen? Im Alltagsleben weiß man, wenn Menschen Streit haben, wenn sie sich verkloppen, dann muss man die Streithähne auseinandernehmen. Warum erkennen sie nicht, dass dieses einfache Rezept auch das Rezept und die Grundlage für den Frieden in Mitteleuropa sein würde? Wir haben das doch über viele Jahre erfolgreich getan. Wir haben Truppen abgebaut. Wir haben Raketenstationierungen abgebaut wieder. Das war ja auch das Ergebnis der Kuba-Krise. Wo gibt es heute die Staatsmänner, die wissen, dass nur der Abbau von Rüstung zum Frieden führt? Hier in Rammstein, wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand. Die jetzige Politik ist doch von beiden Seiten gescheitert. Jedes Tag sterben Leute. Jeden Tag wird die Ukraine weiter verwüstet. Was soll denn das alles? Wer kann das verantworten? Waffenstillstand jetzt ist unsere Forderung. Verhandlungen fordern. Ich höre immer in Talkshows, die man sich ja fast nicht mehr angucken kann, weil sie einseitige Propagandaveranstaltungen für Krieg und Rüstung sind. Weil da höre ich dann manchmal, ja, wie soll denn genau der Frieden aussehen? Was würden Sie denn vorschlagen und so weiter? Welche Ahnungslosigkeit! Man muss Verhandlungen beginnen und muss ausloten, wie beiden Seiten Rechnung getragen werden kann. Und wir verlangen heute endlich eine Aufklärung, wer den Terroranschlag auf Nord Stream zu verantworten. Welch eine Schande, welch ein klägliches Bild, dass wir eine Regierung haben, die noch nicht einmal wagt, öffentlich zu fragen, wer war das denn? Und wenn die CIA jetzt versucht, über die Washington Post und über die New York Times, das der Ukraine in die Schuhe zu schieben, so als hätten die USA nichts damit zu tun, dann ist das doch ein durchsichtiges Spiel. Es ist doch eines klar, wir haben den Kronzeugen, den besten Kronzeugen, den die Welt überhaupt haben kann, Joe Biden. Er hat gesagt, wir werden die Leitung zerstören. Was soll das dumme Geschwätz in den deutschen Medien? Zuging in Deutschland, dann würde die Tatsache, dass jetzt die CIA versucht, der Ukraine das in die Schuhe zu schieben. Es könnte ja sein, dass Soldaten der Ukraine beteiligt waren, das weiß ich nicht. Dann müsste das doch sofort dazu führen, dass wir alle Hilfen an die Ukraine einstellen, mit Ausnahme der Flüchtlingsaufnahme. Ansonsten alle Hilfen einstellen. Man kann nur einen Staat nicht mit Waffen munitionieren, der uns angreift und die Energieversorgung zerstört. Neben der Zeitalter des Verrückten. Bravo!
wenn die USA es wären, auf jeden Fall stecken sie ja dahinter. Alles andere ist doch gelogen. Biden hat es doch gesagt, liebe Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, wenn ihr schon überall falsche Erzählungen verbreitet, verbreitet doch jeden Tag, dass Biden gesagt hat, wir zerstören die Leitung. Das heißt auch, eine Großmacht, die unsere Infrastruktur zerstört. Mit dieser Großmacht können wir nicht in einem Bündnis sein. Das müssen wir jetzt ganz klar sagen. Wir müssen doch sehen, dass es einen einzigen Ausweg für Europa gibt, den beispielsweise schon der große französische Staatspräsident Charles de Gaulle vor vielen Jahrzehnten genannt hat. Er wehrte sich gegen die Vormundschaft der USA. Er wollte nicht, dass Europa ein Vasall der USA wird. Er wollte immer eine europäische, selbstständige Außenpolitik. Und die brauchen wir in einer multipolaren Welt. Die Antwort auf den wahnsinnigen Anspruch der USA, alleinige Weltmacht zu bleiben, der heute ja gar nicht mehr gerechtfertigt ist und auch nicht durchhaltbar ist. Diese Antwort auf diesen wahnsinnigen Anspruch muss eine multipolare Welt sein mit einem selbstständigen Europa, das endlich wieder zu seinen Wurzeln zurückkommt. So bedauerlich, dass wir mittlerweile in Europa nur noch Vasallenregierungen haben, die so kläglich agieren, dass man sich ja nur noch schämen kann. Man kann fast sagen, der ungarische Präsident, der eine rechte Regierung anführt, ist die einzige Stimme fast, die eben den USA Widerstand leistet, im Interesse seiner Bevölkerung. Man muss ja nicht rechts werden, aber man muss doch die Interessen der eigenen Bevölkerung vertreten. Wenn ich mir das Treiben in Berlin angucke, dann stelle ich mir wirklich die Frage, warum diese Regierung so geworden ist. Ich stelle mir die Frage, warum aus der Partei der Grünen, mit denen ich demonstriert habe in den 80er Jahren gegen die Raketenaufstellung, gegen die Hochrüstung und so weiter, warum aus dieser Partei die schlimmste Kriegshetzerpartei Deutschlands geworden ist. Rechts von der AfD, jawohl, ich sage das. Ich sage in der Außenpolitik, damit niemand auf falsche Gedanken kommt. Aber in der Außenpolitik trifft das einfach zu. Und ich sage deutlicher, wer heute diese kriegslüsternen Parteien noch wählt, der wird zum Mittäter. Er wird mitschuldig an den Fehlentwicklungen in Gesamteuropa. Sagt das euren Freunden und Nachbarn. Es gibt etwas, was mich wirklich beschwert, weil ich über viele Jahre mich engagiere. Es gab einen Russen, den ich geschätzt, ja geliebt habe. Das war Michail Gorbatschow. Heute tun sie so, als hätte es diesen Mann nicht gegeben. Ohne Gorbatschow hätte es die deutsche Einheit niemals gegeben. Ohne Gorbatschow hätte es diese Abkommen niemals gegeben. Dass wir Gorbatschow vergessen haben, ist eine Schande, eine große Schande. Aber eine noch größere Schande ist, dass wir unsere Geschichte vergessen. In vielfacher Weise wissen die nicht mehr, Eckart hat bereits darauf hingewiesen, dass wir einen Zweiten Weltkrieg verursacht haben, wissen die nicht mehr, dass 27 Millionen Menschen der ehemaligen Sowjetunion ums Leben gekommen sind,
darunter Millionen Russen. Und heute schicken wir wieder Panzer, mit denen Russen getötet werden. Welch ein Abgrund an Geschichtsvergessenheit, welche amoralische Gesinnung ist mit dabei. Wir können uns doch nicht aus unserer Geschichte herausstehlen. Wir müssen doch zu dem stehen, was Deutschland über Jahre getan hat und was natürlich Folgen und Konsequenzen für uns hat. Wir müssten jetzt in der Ukraine-Krise ein Land werden, das vermittelt, das den Krieg stoppt, das jeden Tag Friedensvorschläge macht und nicht ein kläglicher, dummer Vasall der Vereinigten Staaten. Kundgebung am Brandenburger Tor. In der Friedensbewegung seien auch rechtsoffene. Nach rechts sei die Friedensbewegung offen. Ja, ich will mal etwas sagen. Es gibt eine Familie Glasfeld. Und Beate Glasfeld und ihr Mann, sie haben die Nazi-Verbrecher aufgespürt und dafür gesorgt, dass sie vor Gericht kamen. Und vor kurzem hat der Sohn Anton Glasfeld ein Interview gegeben und hat gesagt, ein Land, in dem ein Mann wie Bandera verehrt wird, zum Nationalhelden erklärt wird, der Tausende von Juden ermordet hat, gehört nicht in die europäische Gemeinschaft. Ich stelle mir die Frage, ist der Kampf gegen den Antisemitismus so schwach ausgebildet in Deutschland, dass sie ohne Skrupel mit Antisemiten in der Ukraine zusammenarbeiten, dass sie ohne Skrupel das sogar noch finanzieren, diesen Aufbau von Nazi-Strukturen, nur wenn es gegen die Russen geht? Nein, es gibt nur eine einzige Antwort auf all diese Verbrechen. Wir müssen im Menschen die Schwester oder den Bruder sehen, und müssen gegen Tod und Zerstörung überall in der Welt sein. Und ich will euch nicht zu lange in Anspruch nehmen. Ich bin wirklich glücklich und dankbar, dass ihr so lange hier in der Sonne ausharrt. Aber ich möchte zum Schluss meiner Ausführungen an meinen politischen Ziehvater Willy Brandt erinnern. Er hat zwei Dinge gesagt. Wir wollen ein Volk der guten Nachbar sein. Und von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Das hat er.